meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von und mit eurem Dameblamer. So, und heute gucken wir das erste Mal in Project Spark auf der Xbox One hinein und schauen mal, was uns da so erwartet. Ich habe es netterweise zugeschickt bekommen von, ja, ihr werdet es nicht glauben, von Xbox selbst. Und da bin ich natürlich nicht abgeneigt, ja zu sagen. Und ich bin gespannt. Ich weiß nämlich nicht genau, was da so passiert. So wie ich das sehe, ist das so eine Art Rollenspiel, in dem man die Welt selber erschaffen kann und Welten von anderen spielen kann. Und ja, oh, die Ansicht, die passt schon. Ne? Noch nach oben hin ist ein bisschen Spielraum, okay. Und ja, Microsoft Studios, ich danke euch für das Muster, das ihr mir zugeschickt habt. Dann schauen wir mal, was ihr da Schönes produziert habt. Ah, Spark. Schön, dass du bereit bist, das Universum zu bereisen. All diese Welten wurden von anderen wie dir erschaffen. So viel zu entdecken. So viel zu erstellen. Das Universum wartet darauf, dass du es mit Leben füllst. Es gibt viele Geschichten zu erzählen, viele Spiele zu erstellen, Zivilisationen und Gesellschaften zu gründen. Was für ein Spark-Typ bist du? Spieler, Entwickler oder beides? Für welchen Weg du dich auch entscheidest, die Möglichkeiten sind unglaublich. Womit sollen wir beginnen? Spielen! Mit Spielen! Also von der Idee her wage ich jetzt mal Little Big Planet in den Mund zu nehmen. Aber das ist jetzt nur vom ersten Hören her. Ich kann auch gar nichts sagen. Wie gesagt, ich starte das jetzt auch zum ersten Mal, aktualisiere deine Lizenz. Ah, ja. Inhalte über eines habe ich noch vergessen. Beim Erkunden, Spielen und Entwickeln sammelst du Energie, die deine Kräfte wachsen lässt. Also sieh dich nicht nur um. Werde aktiv. Okay. Little Big Planet. Ja. Ja, das ist schon von anderen Leuten erstellt, wie man sieht. Von Mr. X-Bob ist das erstellt. First Contact Luna irgendwie. Aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns erstmal auf den spielbaren Teil, oder? Jetzt zeigen wir dir viele spannende neue Dinge, die dich bestimmt interessieren. Streiter Quest Episode 1, Leerer Sturm. Wichtig und gut. Interessant. Ein kleiner, aber mächtiger Spark verlässt die Kreationsquelle und reist in eine fantastische Welt, um eine Armee aus Streitern zu rekrutieren. Zusammen konfrontieren sie den Leeren. Eine uralte, weltenverschlingende Kraft, die das ganze Universum zu zerstören droht. Ja, starten wir mal rein. Bin ich mal gespannt. Am Vorabend des jährlichen Kodiana-Festivals kehrt Spark zum Planeten Kora zurück, um Streiter für den Kampf gegen ein uraltes Böses anzuwerben, das sich erhoben hat. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, was das jetzt ist. Jump'n'Run-RPG-Dingen. Wir werden es sehen. Thank you.
da bist du ja, Spark. Ich habe dich von deiner Mission zurückgerufen, weil ich befürchte, dass wir uns in großer Gefahr befinden. Und ich brauche dich hier an meiner Seite, als Kreationsquelle. Und Schöpfer aller Dinge kann ich unser ganzes Universum überwachen. Heute habe ich gespürt, dass ich eine dunkle Kraft breitmache, wie ich sie seit vielen Zeitaltern nicht gesehen habe. Anscheinend hat sie Wurzeln geschlagen auf dem Planeten Kurva. Ich weiß, Kurva? Dass du diese kleine Welt magst, aber ich muss dich warnen. Sause nicht davon und tu irgendwas Dummes. Der Planet Kurva? Okay. Ach, du bist eine tapfere, aber sehr freche kleine Kreatur. Ach, Kurva. Ey, so wie, der hat das etwas blöd gesagt. Ich hab echt Kurva verstanden. Jede Geschichte braucht einen Helden. Und unsere Helden erscheinen als Streiter. Jeder Streiter verfügt über einzigartige Kräfte, die hochgestuft werden können. Scarlet, Avalon, Karlsnor oder Harkon? Okay, die Zeichen da drüber, ich würde mal sagen, das ist hier sowas, so eine Art Elfräuber. Das ist wahrscheinlich so eine Art Jäger. Das ist ein Troll. Ne, komm, ich nehme den schönen, gut aussehenden Krieger. Ja, bereit, gut hier den gut aussehenden Krieger. Ganz still, fast wie in einer Trance, lief unser Streiter die lange Straße entlang und wurde auf mysteriöse Weise zum Dorf Verdia gezogen, wo das jährliche Kodianische Festival bald beginnen sollte. Gut, mit A kann ich auf jeden Fall schon mal springen, mit X kann ich hauen. Mit Y habe ich irgendeine andere Sache und mit B block ich. Was mache ich mit den L- und R-Tasten? Erstmal noch gar nichts. Okay. Das sieht aber schön aus, oder? Unser Held konnte kaum glauben, was da geschah. Ein magisches Wesen erschuf einen Pfad aus dem Nichts. Auch sonst konnte es niemand glauben. Denn Streiter sind die einzigen, die die fantastischen Sparks sehen können. Ah, ich finde das schön, wenn die Spiele sich immer so selbst erklären. Das ist klasse. Oh, ein verderbter Kobold. Das ist nicht gut. Ich mag keine verdorbenen Sachen. Ich dachte, ich hätte vielleicht die Fässer kaputt machen können. Ich zerstöre doch so gern so viel. Ja! Wenn Streiter Feinde besiegen, erhalten sie Erfahrung, die sie nutzen können, um ihre Fertigkeiten, Kräfte und sogar ihr Aussehen zu verbessern. Cool. Oh, eine Kiste! Ja, auf jeden Fall. Da glitzert doch noch irgendwas drin. Das ist nur Zierde. Oh, ich sehe dann schon wieder, das ist ein Spiel, das ich suchte nachher. Die so Diablo-mäßig. Eine dunkle, bösartige Macht, die alles einnahm, was sie berührte und dabei auch nicht vor der Brücke Halt machte, die unsere Reisenden gerade überquerten. Spark handelte sofort und erschuf eine Säule aus Erde, die sie in Sicherheit brachte. So eine Art Diablo 3 mit Modding-Generator noch mit drin, ne? Kia, eine junge, mächtige Wächterin aus der königlichen Armee, begrüßte unsere Reisenden nur zögernd. Denn Verdia war das einzige Zuhause, das sie je gekannt hatte. Und sie hatte geschworen, es zu beschützen. Nach einer gründlichen Befragung begleitete Kia die Gruppe zur Bühne und warnte sie davor, Ärger zu machen. Ich mag den Erzählerstil. Gefällt mir. Unsere Streiter erreichten das Dorf Verdia gerade rechtzeitig, um am Kodianischen Festival teilzunehmen, das jährlich stattfand, um den sagenumwobenen Runenstein zu feiern. Die Menge wurde von einem atemberaubenden Feuerwerk erfreut und der Dorfälteste hielt eine flammende Rede, die Jung und Alt inspirierte. Doch bevor die Zeremonie vorüber war, entdeckten die Helden, dass sie bei dem Festival nicht die einzigen Außenseiter waren. Spark kann mit Objekten interagieren, wenn der rechte Bumper gedrückt wird. Ah, okay. Boah! Levelaufstieg, jawoll!
Freunde, haben wir gesiegt. Dem Sieger gehört die Beute. Wow. Oh oh, hätte ich mir die mal ein bisschen aufgespart. Als der Glockenturm umstürzte, flog Spark sofort hin, um mit seiner Kraft die herabfallenden Trümmer verschwinden zu lassen, bevor sie die Dörfler verletzen konnten. Da das Spark kriegst du wieder. Von den herabfallenden Trümmern abgelenkt war, wurde die Gruppe schnell von den Kobolden überwältigt, die den Runenstein erbeuten wollten. Zwischen den Kobolden und ihrem Ziel stand nur noch der weise Dorfälteste. Doch dieser stellte für den schrecklichen Anführer der Kobolde kein Hindernis dar. Er streckte ihn nieder und machte sich mit dem Stein davon. Und jetzt glaubt er, könnte er hier noch dicke Hose machen, oder was? Nix da. Solange ich hier bin, macht ihr nix. So, ich komme euch einfach hinterher. Ihr habt alle gar keine Chance hier gegen mich. Schon wieder Levelaufstieg. Boah. Der Geisterritter besiegt alle. Ja. Den Geisterritter kann ich nämlich mit Y rufen. Kia blieb zurück, um das Dorf zu beschützen, während unsere Helden die Kobolde und den heiligen Runenstein verfolgten. Ihre Quest würde sie an den Rand des Dorfes und in das Waldland von Verdia führen, wo sie den Beobachtungsposten aufsuchen würden, um die Feinde zu finden. Ja, easy. Machen wir natürlich. Wow, das war schon der erste Abschnitt. Naja, okay. Schon 400 von 600 Punkten. Hm. Wundert euch übrigens nicht, dass da oben Bestflower steht. Das ist, vielleicht wissen das einige von euch noch nicht, das ist mein Account bei Xbox Live. Da heiße ich ausnahmsweise nicht Gameblamer oder GBRocks oder GBRocks YouTube. Nein, das ist noch mein alter Künstlername, unter dem ich früher Techno produziert habe. Techno? Ja, richtig. So, ja, wäre doch schön blöd, wenn ich jetzt jemand anders nehme. Natürlich spiele ich mit Harkon weiter. Hier mein treues Schwert. Ja, los. Mit einem trügerischen Pfad vor sich hat sich das Team auf den Weg gemacht, die Kobolde zu finden und den Runenstein zurückzuholen. Okay, aber jetzt drücken wir mal Start und gucken mal, was wir so machen können. Guck mal, setz die Bearbeitung einer Welt dort fort, wo du aufgehört hast. Ab hier bearbeiten. Bearbeite deine Welt auf der aktuellen Kameraposition. Ich wollte eigentlich meinen Charakter irgendwie upgraden. Aber das tut er wohl automatisch. Okay, da haben wir dann keinen Einfluss drauf. Oh. Spark hat eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Kreationskugel. Eine riesige neue Energiequelle, die ausreicht, um die dringend benötigte Brücke zu bauen. Tada! Ja, da guckt ihr jetzt ganz schön blöd, ihr Äste, ne? Ihr bösen Äste. Als sie den Beobachtungsposten schließlich erreichten, entdeckten sie zu ihrem Entsetzen, dass er nicht mehr funktionierte. Er war mit einem Code-Defekt korrumpiert worden, also einem Fehler in seinem Innersten, seinem Code. Wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn er jetzt ganz gewesen wäre. Oh Moment, vielleicht soll ich auch mal hier die Dinge drehen. Das Team müsste den Code-Defekt beheben, um den Beobachtungsposten zu nutzen. Zum Glück konnte Spark seine Spezialfähigkeit, in Objekte einzudringen, nutzen, um den Code im Inneren zu lesen und sogar neu zu schreiben. Dafür wäre es erforderlich, dass unser Streiter Spezialwerkzeuge namens Code-Glyphen findet, um die Aufgabe zu erledigen. Ich kann irgendwie nichts machen. Ich kann das da nicht ablegen. Das klappt irgendwie nicht so.
Ach so, ich muss die erst finden. Ah, okay. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Ja, wieder hier abschlachten. Kann ich am besten. Ein verderbter Berserker erscheint auf dem Schlachtfeld. Diese furchterregenden Feinde werden rasend, wenn ihre Gesundheit schwindet. Das ist egal. Keine Chance gegen mich. So, den ersten besiegt. So, das kann ich aber offensichtlich nicht kaputt machen, bevor ich nicht den da besiegt habe. Haha. Haha. Aua, aua, aua. Der will sich nicht so einfach besiegen lassen. Habe ich so den Eindruck. Gleich bin ich tot. Ich wusste es. Ach so, und dann kann man einen von den anderen hier aussuchen. Okay, dann nehmen wir mal hier diesen Troll. Ach, ja, toll, dass ich das jetzt sehe. Dass da so ein Fass rumsteht. Toll, ich wollte eigentlich... Er nutzte seine Fähigkeit zur Kommunikation mit dem Kotglyphen und zog einen Kotbaustein heraus, um den Beobachtungsposten zu reparieren und den Defekt zu beheben. Okay. Kann ich jetzt eigentlich, Moment, ich muss mal gucken, kann ich jetzt eigentlich nur zwischen den Charakteren wechseln? Ja, anscheinend. Wenn ich, ja, wenn ich K.O. bin. Vorher kann ich nicht wechseln. Das ist blöd. Naja, aber jetzt sind wir schon wieder Level aufgestiegen. Koboldwut. Umwandlung bei voller Wut, okay. Ich habe keine Zeit für so etwas. Oh, jetzt habe ich mich verwandelt. Ich bin eindeutig gewachsen. Du bist aufgestiegen. Je weiter man aufsteigt, desto mehr Belohnung. Und desto mehr großartige Waffen sind auf dem Marktplatz verfügbar. Der Kobold ist gar nicht mal so schlecht. So, hier mit Doppelsprung drüber. Der Käfige, ja, zu sein, in denen der Spark, nachdem die Kobolde besiegt und der gefangene Spark befreit worden war, zeigte die mystische Kreatur ihre Dankbarkeit, indem sie den Ventilator antrieb und den Weg beleuchtete. Ah, den Ventilator. Okay. Könnte der wiederhergestellte Ventilator unsere Helden an ihr Ziel tragen? Das werden wir herausfinden, mein lieber Erzählerfreund. Ich möchte aber jetzt liebend gerne wieder wechseln. Gibt's keinen Knopf zum Wechseln? Och Mann. Wird wahr, wenn in diesem Frame mit diesem Objekt... Okay. Ah, ich habe zwei von diesen Kotglyphen gefunden. Ja komm, wir gehen trotzdem mal hier unten gucken. Ah, seht ihr, da ist nämlich noch eine Schatzkiste. Yeah, 30 EP. Aber den gleich... Kann man auch schwimmen? Lalalala. Ich kann aber nicht tauchen. Ich kann nur hauen. Ich kann schwimmen und hauen. Und springen. Mehr muss man ja auch eigentlich nicht können. Auch im wahren Leben. Wie der läuft. Aber wenigstens läuft er schnell. Also das ist ein Riesenvorteil gegenüber Skyline. Das muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Da war so ein bisschen... Die schleichen so ein bisschen und der hier, ey, boah, der rast ja. Oh, Gott. Oh, 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 oh. Nix da. Genau. Ich mache euch nämlich alle kaputt. Und jetzt. Boah, jetzt bin ich sauer. Boah, Levelaufstieg. Ich bin sauer. So.
mal eben alles niedergehauen. Ach, ich kann ja auch die Kamera ändern. Ach. Ja, das ist, ich hab kurz hier vor Skylanders gespielt und deswegen bin ich es gewohnt, dass die Kamera sich nicht drehen lässt. Wo ich mich jetzt erst wieder umgewöhne. Ich habe ja die letzten Tage nur Skylanders gespielt, nichts anderes. Deswegen, das ist dann, da muss man sich erstmal wieder, ne, dran gewöhnen, umarbeiten. Der Interagierungsbaustein zeigt an, ob mit einem Objekt interagiert wurde. Na. Der Aktivieren-Baustein versorgt ein Objekt. Das Team hat erfolgreich den fehlerhaften Code repariert. So. Super. Verfolge die Kobolde, um den Runenstein wieder zu beschaffen. Ja, müssen wir jetzt erstmal den Aufzug benutzen, oder? Ach, da. B. Nachdem der Schalter repariert war, fuhr das Team mit dem Aufzug nach oben. Dort entdeckten sie einen Zugang zu einer versteckten Höhle, in die sich der Kobold-Häuptling zurückgezogen haben muss. Ja, okay, da machen wir den mal kaputt hier, ne? Das können wir ja am besten Sachen kaputt machen. Ich bin stärker als das. Ja. Ach, seid ihr mal sauer. Das ist mir egal. Also irgendwie blicke ich da noch nicht durch, wie man die hier so richtig besiegt. Oh oh. Das ist nicht gut. Nur noch Scarlet. Außer mir wird hier niemand davon. Jawohl. Wahrscheinlich so vorgesehen, dass man so schlecht spielt, wa? Sie hätten mehr mitbringen sollen. Aber Seta hatte ich recht, das ist eine Jägerin. An deiner Stelle würde ich unten bleiben. War nämlich irgendwie klar. Ah, okay. Jetzt haben wir einen Aufladeschuss. Jetzt sind wir Mega Scarlet. Mega Man. Mega Scarlet. Nee, Scarlet. Aber aufgeregt, da sie noch nie so dicht dran waren, den Runenstein zu bergen. Hm. Eins, drei, Herz der Koboldfestung. Ja. Da würde ich sagen. Nein. Das spielen wir auch noch. Das wäre jetzt so richtig Arschloch-like, ne? Wenn ich jetzt sagen würde, so, nee. Das seht ihr in der nächsten Folge.